Zauberhafte Geschichten zur guten Nacht. Ein Kilo Äpfel, bitte. Ida freut sich. Heute geht sie mit Oma Olga auf den Bauernmarkt. Oma Olga steckt ihr Portemonnaie ein und Ida darf den schönen geflochtenen Korb tragen. Noch ist er leer und ganz leicht. Sie fahren mit dem Bus. Das findet Ina aufregend. Eine Kinderfahrkarte, bitte schön, sagt der Busfahrer freundlich, als er Ida das Ticket gibt. Sie darf es selbst in den Automaten stecken, bis der ein Pling von sich gibt. Schon fährt der Bus los. Am Marktplatz steigen sie aus. Oma Olga nimmt Ida an der Hand, denn hier sind viele Menschen unterwegs. Sie stehen vor den bunten Ständen und wählen, was sie kaufen wollen. Obst, Gemüse, Blumen, Brot, Käse und Wurst. Jetzt im Herbst ist der Bauernmarkt so voll und reich an Lebensmitteln. Auch Kürbisse in allen möglichen Formen gibt es. Oma Olga will heute einen bunten Eintopf kochen. Dafür brauchen wir Kartoffeln, Möhren, Lauch, Bohnen, Erbsen und Kohlrabi, sagt sie und deutet auf die flachen Kisten am Stand. Bauer Hansen verpackt alles in braunen Papiertüten, biegt ab und reicht sie Ida, damit sie sie in den Korb legen kann. Der wird immer schwerer. Ida stellt ihn auf den Boden. Sonst noch einen Wunsch? Fragt Bauer Hansen. Darf ich Ihnen meine Äpfel und Birnen empfehlen? Gestern frisch gepflückt. Ida betrachtet die Äpfel. Rot und gelb leuchten sie. Bauer Hansen reicht ihr ein. Bitte sehr, weil du deiner Oma so fleißig hilfst. Ida lächelt glücklich. Der Apfel duftet süß. Den heb ich mir als Nachtisch auf, beschließt sie. Ein Apfelkompott zum Nachtisch? Ruft Oma Olga. Eine gute Idee. Dann bitte noch ein Kilo Äpfel dazu. Auf dem Rückweg im Bus drückt Ida den Korb an sich. Das wird ein Festessen heute.